Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Das Thema für heute, das Ende der Zeit, klingt vielleicht ein bisschen krass für die einen jetzt, ist es aber nicht, das kommt gut. Also, das Ende der Zeit geht um die Offenbarung und in der Offenbarung, ich weiß nicht, die sich ein bisschen mit auskennen, es fängt an mit den 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden und es hört eigentlich dann auf mit dem Untergang der jetzigen Zeit. Ich habe gedacht, den letzten Teil lasse ich jetzt mal noch weg. Das dürfte jemand anders gerne machen. Nein, der heutige Fokus soll bei der Gemeinde liegen. Ich will über die Gemeinde reden, was die Gemeinde für mich für eine Bedeutung hat, was die Gemeinde für uns eine Bedeutung haben soll und was unser Ziel soll sein als Gemeinde, wo wir sollen hingehen sollen, was wir wollen erreichen als Gemeinde. Genau. Theater voran, super gespielt, danke vielmals. Ja, diesen Bauarbeit hat so ein bisschen Perspektive gefehlt. Die haben wirklich gewusst, was sie machen wollen, wo sie hin sollen, was der nächste Schritt soll sein, was wirklich der Plan ist. Es hat wie so der gefehlt, der das Ganze zusammengekippt hat, der alle angeleitet hat, der gesagt hat, in welche Richtung das soll gehen. Bei uns soll das etwas anders sein, weil wir haben Gott. Gott ist bei uns, er hat einen Plan für uns und er hat etwas vorbereitet für uns. Er hat ein Ziel für unsere Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen von euch. Und in einer Gemeinde ist es immer wichtig, dass auch jede einzelne Person ein Ziel hat, eine Aufgabe hat, weil jeder von euch da wird gebraucht, egal in welchem Alter, ob jung oder alt, egal ob Mann oder Frau, jeder von euch wird gebraucht, jeder von euch hat eine Aufgabe von Gott. Jeder da innen hat eine ganz spezielle Aufgabe in der Gemeinde und das werden wir jetzt zusammen anschauen. Und zwar lesen wir mal in Epheser 4, 1 bis 16. Vergesst nicht, dass ich für den Herrn im Gefängnis bin. Als sein Gefangener bitte ich euch, lebt so, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Überhebt euch nicht über andere, seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt, durch den Frieden, der euch verbindet. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Darum sind wir ein Leib, in uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Wir haben einen Herrn, einen Glauben und eine Taufe. Wir haben einen Gott. Er ist der Vater, der über uns allen steht, der durch uns alle, in uns allen wirkt. Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Nicht ohne Grund heißt es von Christus. Er ist in den Himmel hinaufgestiegen, er hat Gefangene in Triumphzug mitgeführt und den Menschen Gaben geschenkt. Wenn es aber heißt, er ist in den Himmel hinaufgestiegen, so bedeutet dies doch, dass er vorher zu uns auf die Erde gekommen ist. Der zu uns herabgekommen ist, ist derselbe, der auch wieder hinaufgestiegen ist. Jetzt ist der Herr im Himmel und erfüllt das ganze Weltall mit seiner Macht. Einige hat er zu Apostel gemacht, einige reden in Gottes Auftrag prophetisch und andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen Christus für ihre Dienste ausrüsten, damit die Gemeinde Jesus aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gabe wirkt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jedem beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christen heranwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag, so wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Ich finde das ganz ein interessanter Text, wo da Paulus, also die Gemeinde von Ephesus, geschrieben hat. Er geht auf ganz viele Punkte drauf ein. Er hat erwähnt, dass jeder von uns einzelne Gaben hat, dass jeder von uns einzeln wichtig ist und dass er uns alle zusammen verbindet, dass wir gemeinsam können zu Jesus einwachsen. Das finde ich extrem stark. Das ist einer der zentralen Punkte als Gemeinde. Wir gehören alle zusammen. Wir sind alle eins. Wir haben alle einen und denselben Auftrag. Und jeder hat in diesem Auftrag einfach seinen eigenen Teil zu erfüllen. Sein eigener persönlicher Auftrag, um das Grosse zu schaffen. Das ist wie auf der Baustelle, das macht nicht jeder jedes, sondern jeder ist spezialisiert in einem Bereich. Jeder kann seinen Teil zum Ganzen beitragen. Und gleich sollten schlussendlich alle Bauarbeiter zusammen ein Ziel haben.
Baustelle fertigstellen, ein Haus bauen, eine neue Kanalisation zu verlegen, was auch immer. Und jeder leistet seinen Teil dazu bei. Und wir haben einen Plan von Gott bekommen, wir haben einen Auftrag. Ein Teil ist jetzt schon erläutert worden. In Matthäus 28, 18 bis 20 steht es aber noch eindrücklicher, noch eindeutiger. Das hat Jesus gesagt, gerade bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Also das Letzte, was Jesus uns mitgegeben hat, ist eigentlich der Plan gewesen, wo der Bauarbeiter gefehlt hat. Dort lesen wir, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Also, ich habe schon ein paar Mal von Leuten gehört, so, ja, was ist denn eigentlich das Ziel? Oder was soll unser Verlangen sein als Christen? Was sollen wir probieren zu erreichen? Also, der Vers bringt es mir meiner ganz gut auf den Punkt. Jesus sagt da zu seinen Jüngern, geht raus in die ganze Welt, erzählt den Menschen von Gott, taufen sie und machen sie zu Nachfolgern, sodass sie dann auch selber das Evangelium erzählen können. Ich glaube, das ist unser Auftrag von jedem Einzelnen, aber auch von der Gemeinde. In der Gemeinde können wir uns gegenseitig stärken, können wir wachsen, können wir uns Kraft geben, können wir uns Halt geben, um zusammen diese Mission zu schaffen, um zusammen aufzustehen, um zusammen rauszugehen, die Leute zu erreichen, die Leute zu fördern und die Leute zu Gott zu bringen. Ich glaube, das soll so das Zentrale sein. Also für mich wünsche ich mir, dass das darf sein, wo ich am Morgen deswegen aufstehe. Ich bin noch lange nicht so weit, aber eigentlich möchte ich, dass ich eines Tages darf sagen, hey, jeden Morgen aufs Neue stehe ich auf, um rauszugehen, um den Menschen von Gott zu erzählen, um Christen zu machen. Ich weiss, es ist extrem schwierig und ja, die Komfortzone, die wir immer wieder haben, oder? Es kostet einem etwas. Doch im Epheser vorhin haben wir gelesen, dass Gott uns mit Gaben ausrüstet. Dort hat er 5 Gaben erwähnt. Also, die eine macht dazu Apostel, die eine macht dazu Propheten, wieder andere macht dazu Evangelisten. Und dann gibt es noch den Hirt, der so ein bisschen für die Gemeindeleitung zuständig ist, und den Lehrer, der führen steht, der Markus bei uns zum Beispiel. Gott gibt uns Gaben. Jeder einzelne von euch hat solche Gaben. Der eine sagt jetzt, ja, schau, ich habe vielleicht schon Gaben, ich kann vielleicht gut Fußball spielen oder ich habe super Französisch, was ich zwar nicht glaube, aber... genau, jeder von uns hat Gaben, die einem helfen, im Glauben, die einem helfen, näher zu Gott zu kommen. Die einen sagen, ja, ich würde die Gaben ja gerne haben, ich kann sie nicht. Noch nicht. Ich glaube, Gott hat die Gaben für jeden Bereich, für jeden Einzelnen. Jeder Einzelne von euch hat die Möglichkeit, die Gaben zu entdecken und in diesen Gaben zu leben. Und die jetzt sagen, ja, ich hätte die Gabe ja gern, nehmt euch Zeit im Gebet, geht vor Gott und sagt, hey, ich will etwas erreichen, Gott, wir wollen zusammen vorwärts gehen, gib mir die Möglichkeit dazu, zeig, in welchem Bereich das mein Platz ist und begab mich in diesem Bereich. Hilf mir, dass ich meine Gaben entdecken und meine Gaben ausleben. Ich habe selber gemerkt, dass das extrem hilfreich ist, wenn man so ein eigenes Ziel vor Augen hat, wenn man weiss, was der Auftrag von Gott ist in deinem Leben. Weil die Gaben geben einem recht gut Aufschluss darauf, in welchem Bereich man sich investieren soll oder in welchem Bereich eher weniger. Das heisst nicht. Dann kommen wir gerade zum nächsten Punkt. Es ist keine Ausrede. Das habe ich eine Zeit lang gebracht. So, ja, ich bin eher der Hirt. Ich muss jetzt nicht evangelisieren. Evangelisieren darf der andere. Für das ist der Simon da. Das zählt natürlich nicht wirklich. Gott hat euch zwar Gaben gegeben in einem Bereich, er hat euch aber nicht vom anderen Bereich freigestellt. Also auch ich, auch wenn es mir das persönlich sehr schwerfällt, auch ich bin dazu berufen, rausgehen, Gott zu evangelisieren. Auch wenn das nicht mein Schwerpunkt ist und nicht das ist, was ich immer machen soll, sondern auch einmal bereit sein dazu, andere Sachen zu machen. Es ist keine Ausrede für die ihre Gaben schon entdeckt haben. Genau. In der Bibel steht das Gleichnis vom Bauer, der Getreide aussäen, die nachher auf unterschiedliche Arten von Boden fallen. Und ich finde das ein sehr gutes Sinnbild für das, was wir eigentlich machen sollen. Der Boden, das ist wie die ungläubigen Leute. Die einen sind offen für das Evangelium, die anderen nicht. Die einen ja, nehmen es zwar auf, aber es wird wieder verstickt von anderen Sachen, vom Alltag, von alltäglichen Sachen. Und der Bauer, der geht aussehen, das sind wir Christen.
Wir sind der, der aufs Feld rausgeht, also zu den Ungläubigen, auf die Straße raus, in die Stadt, wo auch immer hin, und das Getreide verteilt, das Evangelium. Erzählt den Menschen, was Gott für sie vorbereitet hat, wie fest dass Gott sie lieb hat. Und Jesus ist so ein bisschen wie beim Getreide, so die Sonne oder der Nährstoff im Boden. Er schaut, dass es nachher wächst. Er macht etwas daraus. Also wenn Gott nicht wäre, könnten wir schon Samen auf der Erde schiessen, es würde nichts wachsen. Gott schaut, dass es genug Wasser hat, Gott schaut, dass es genug Sonne hat, Gott schaut, dass es genug Nährstoff im Boden hat. Und gleich, nur mit Boden und den optimalen Bedingungen wächst nichts. Wenn wir nicht bereit sind, rauszugehen, zu säen, den Samen streuen, dann kann auch nichts wachsen. Also nur weil es draußen in der Welt Leute hat, die offen sind für das Evangelium, werden die noch nicht zu Christen. Wir können schon beten, dass, ja, dass die Schweiz erweckt werden, dass die Leute offen sind für Jesus, für Gott, dass die Leute dürfen, ja, bereit sind, das Evangelium aufzunehmen. Wenn wir nicht bereit sind, aus unserer Kirche rauszugehen und den Leuten von Gott zu erzählen, bringt es den Leuten nichts. Weil, ja, im schlimmsten Fall sind sie nachher offen und trifft dann nachher andere Sachen ab, in Esoterik oder was auch immer, weil sie einfach einen Sinn in ihrem Leben suchen. Und wenn wir dann nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, ist es vielleicht vorbei. Darum sind wir bereit, zum rauszugehen, sind wir bereit, zum Komfortzone zu verlassen, sind wir bereit, zum aufs Feld rauszulaufen und den Samen zu streuen. Jetzt hat es sicher so Leute, die schon so weit sind und sagen, ja, schau, ich würde ja sehr gern, aber. Das Aber, ich finde es, Aber ist gut. Nein, eben nicht wirklich. Das Aber schafft sehr häufig, uns von Gott zu trennen. Was auch immer das für das Aber ist, aber ich habe jetzt keine Zeit, aber ich habe lieber das vor, aber das ist nicht mein Talent. Aber nein, ich bin jetzt müde. Ganz viele unterschiedliche. Es gibt wirklich ganz viele Aber. Bei den einen sind das auch Krankheiten, Sucht und was auch immer. Es gibt ganz viele verschiedene Aber. Doch ich bin sicher, jeder von euch hat sie. Ich kann es auch zur Hüfe. Ganz viele Aber gibt es in meinem Leben. Ganz viele Mal gibt es einen Vorwand, warum ich jetzt das jetzt nicht machen soll oder warum ich jetzt meine Komfortzone nicht verlasse. Aber wisst ihr etwas? Gott liebt euch trotzdem. Auch wenn ihr immer wieder sagt, aber ja Gott, ich habe jetzt eigentlich gar keine Zeit für dich, aber Gott, jetzt gar nicht. Ich habe dich eigentlich schon gern, aber bei Gott gibt es kein Aber. Und zwar im Römer 8, 38 bis 39, einer von meinen absoluten Lieblingsversen, da steht etwas Wunderbares. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes, oder sonst irgendetwas könnte uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus, unserem Herrn, schenkt. Also egal was passiert, egal wie groß das Aber sie ist, egal wie viel Aber das wir haben, es schafft es nicht, uns von der Liebe, die Gott uns entgegenbringt, zu trennen. Auch wenn es das Aber schafft, unsere Liebe gegenüber Gott zu trennen, die Liebe von Gott zu uns ist immer da. Er liebt uns immer über alles. Egal was wir machen, egal ob wir ihm nachfolgen oder nicht. Genau. Auch da, Komfortzone. Wir müssen bereit sein, das Aber zu überwinden, das Aber hinter uns zu lassen, das Aber wegzutun. Egal. Es gibt ganz viele verschiedene Aber. Da gibt es nicht das Keimrezept, wie man das schaffen kann. Aber die meisten von euch wissen, was so die Aber sind in eurem Leben, was euch hindert daran, rauszugehen, das Reich von Gott zu bauen. Die meisten von euch werden wissen, was, ja, was euch aufhaltet. Und dann geht das an, kämpft dagegen an. Jesus hilft euch dabei. Ihr könnt es schaffen, die Komfortzone zu verlassen, wenn ihr nur wollt. Es ist wichtig. Genau, jetzt haben wir schon ganz viele Sachen gehört, das mit den Gaben, das mit dem Aussehen, das mit dem Aber. Es sind recht anstrengend, irgendwie so. Immer müssen wir kämpfen, immer müssen wir vorwärts gehen, immer müssen wir machen und tun, damit wir das ausschalten können. Das ist nicht ganz so schwer. Galater 2, 19 bis 21. Durch das Gesetz nämlich war ich zum Tode verurteilt. So bin ich nun für das Gesetz tot, damit ich für Gott leben kann. Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein vergängliches Leben auf dieser Erde lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Darum lebe nicht mehr ich, sondern er in mir. Es ist doch einfach, nicht? Glaubt ihr, dass Jesus das anbringt? Das, was ich vorhin alles aufgezählt habe, das mit dem Säen, das mit dem Aber. Ich glaube, für Jesus ist das kein Problem. Ich glaube, Jesus hat das, was er da auf der Erde ist, alles auch müssen, allem auch müssen widerstehen, gegen alles auch müssen ankämpfen.
Und gleich ist er am Schluss fehlerfrei am Kreuz gestorben. Er ist ohne Sünde ans Kreuz. Sprich, er hat alles geschafft. Er hat alles einhalten. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mehr raus auf die Straße ist, oder Leute von Gott erzählen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der mehr mit Versuchung zu kämpfen hat, mehr mit Einflüssen von Satan, mehr mit schweren Angriffen von Satan als Jesus. Also, es ist recht krass. Und Jesus lebt in uns. Unser altes Leben ist, ab dem Zeitpunkt, wo wir ein Ja gegeben haben zu Jesus, ist unser altes Leben gestorben. Wir sind neue Menschen. Wir haben alle eine neue Identität. Wir sind alle von Neuem geboren. Jesus lebt in uns. Und wenn wir das eigentlich sehen und wissen, dann ist es doch gleich nicht mehr so schwierig, oder? Jesus ist bereit, uns zu helfen. Wir müssen nur seine Hilfe annehmen. Wir müssen bereit sein, Jesus Raum in unserem Leben zu geben, dass er wirklich in uns, dass wir ja, ihm können überhaupt Spielraum geben können. Wenn wir sagen, Jesus, schau, du darfst schon in meinem Herzen wohnen, aber bestimme du dann immer noch ich, dann kommt es nicht gut, dann kann es nicht funktionieren. Schlussendlich ist es wie mit einem Auto. Das Auto symbolisiert so das Leben von jedem Einzelnen. Die meisten Leute hocken allein in einem Auto rein. Und bei den Christen gibt es eine Ausnahme. Bei den Christen hocken nämlich Jesus noch im Leben rein. Also im Auto rein. Weil Jesus verspricht, dass denen, die zu ihm gehören, dass er bei ihnen wird sein, für immer. Das heisst, bei mir sicher hockt Jesus auch im Auto. Bei einigen von uns sicher auch, bei den anderen vielleicht noch nicht. Doch Jesus ist im Auto. Es ist nur die Frage, wo ist er im Auto? Bei den einen darf er vielleicht gar noch so knapp im Kofferraum mitfahren. Hat es gar noch genug Platz, um so, ja, schau, da hinten darfst du mal liegen. Vielleicht hole ich dann mal irgendwann raus, vielleicht lasse ich dann auch am Straßenrand irgendwann mal liegen. Aber im Kofferraum ist im Moment gar noch gut. Jetzt störst du mich nicht, aber du bist gleich dabei. Das ist super. Bei den anderen darf er vielleicht schon auf der Rückbank. Ja, ich habe meine Ruhe vorne, ich darf selber fahren, ich kann sagen, wo es durchgeht. Doch wenn es gleich mal nicht so gut läuft im Leben, dann hockt in Jesus hinein dran, wo man gleich kann Gesellschaft leisten, mich wirklich aufbauen und so. Das ist eigentlich ein guter Kompromiss, oder? Bei mir ist es so, bei mir hockt er meistens auf dem Beifahrersitz. Er ist ein guter Kollege. So. Ja, ich würde meinen Kollegen auch nicht auf der Rückbank sitzen, wenn der Beifahrersitz noch frei ist, sondern er darf zu mir hocken. Ich rede ab und zu ein bisschen mit ihm, ich habe es gut mit ihm, ich verstehe mich mit ihm. Doch das Lenkrad habe ich. Ich habe die letzte Entscheidung. Ich frage ihn schon ab und zu, hey, wo wollen wir durch, wo wollen wir hin? Doch wenn es mir dann gleich nicht so ganz passt, dann kann ich im letzten Moment noch schnell ausweichen. Das ist nämlich super. Oder eben nicht. Weil mein Ziel wäre eigentlich, dass Jesus auf dem Fahrersitz sitzen darf. Mein Ziel wäre, dass Jesus der ist, was darf sagen, was durchgeht. Und komplett. Nicht so wie im Fahrschulauto, wo der Fahrlehrer aber gleich auch noch das Gas und das Bremspedal hat. Sondern komplett Jesus allein darf bestimmen, was durchgeht in dem Leben. Wie schnell, wie langsam, wie will ich richtig. Alles. Das wäre mein Ziel. Ich bin noch nicht wirklich näher dran. Aber ich gehe dafür. Ich hoffe, dass es irgendwann so weit ist. Und das hoffe ich für jeden Einzelnen von euch, dass ihr dürft sagen, hey, ich bin bereit dazu, dass Jesus an den Fahrersitz sitzt. Ich bin bereit dazu, dass Jesus der ist, der bestimmen darf, wo es durchgeht in meinem Leben. Weil, wenn Jesus bestimmen darf, wo es durchgeht, dann fährt er nämlich ganz gekonnt um die Aber herum. Jesus weiss, was uns beschäftigt in unserem Leben, was uns Mühe macht, was uns in Versuchung bringt, was uns davon abhält, auf der richtigen Spur zu bleiben. Er weiss es. Und er kann uns helfen dabei. Solange wir nur bereit sind, ihm die Möglichkeit zu geben, einzugreifen in unserem Leben. Genau. Auch da wieder. Es ist die Komfortzone verlassen. Wenn ich sage, ich gebe jetzt meinen schönen, bequemen Fahrersitz ab und hocke auf den Beifahrersitz. Der eine davon ist jetzt die Komfortzone aufgefallen. Den habe ich nach jedem Thema, nach jedem Abschnitt erwähnt. Immer die Komfortzone verlassen. Was ist denn die Komfortzone? Die Komfortzone ist dort, wo wir uns wohlfühlen, nicht wo uns wohlig ist, dort, wo uns heimelig ist, dort, wo uns nichts passiert, in unserem sicheren Umfeld. Bei den meisten wird das vielleicht die Stube sein, bei anderen ist es vielleicht das Bett im Schlafzimmer so symbolisiert. Dort, wo es einfach sicher ist, dort, wo einem nichts passieren kann, dort, wo man sich wohlfühlt, dort, wo man seine Ruhe hat, dort, wo man nicht herausgefordert wird. Genau. Gestern sind wir mit den Jungs abseilen auf den Lorenkopfturm. Simon und ich sind auf der Turm, haben alles vorbereitet, haben die Seile gespannt, alles festgemacht. Und dann ist der glorreiche Moment gekommen, wo du darfst das Seil anbinden und darfst Gott testen, ob der Simon seine Knöpfe am richtigen Ort richtig fest zugezogen hat. Ja, die meisten, die mich kennen, wissen, ich habe nicht so ein Problem damit. Ich mache so Zeug mega gern.
Und gleich kommst du jetzt jedes Mal Abartig Überwindung, wenn man das Geländer hebt, sich das eine Bein drüber schwingt, dann das andere Bein und dann der Moment, wo man sich loslässt. Das ist die Komfortzone verlassen. Ab dem Moment, wo ich über das Geländer einklettere, wo ich mich loslasse, wo ich mich voll in das Seil einhange, ab dem Moment habe ich meine Komfortzone verlassen. Ab dem Moment bin ich angegangen und habe voll darauf vertraut, dass der Simon und das Seil mich heben. Sprich, im Glaubensleben, ich gebe all meine irdischen Sicherheiten auf. Das heisst nicht, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten muss oder was auch immer. Paulus erwähnt ganz viel mal, dass er seinen Unterhalt immer selber verdient hat. Und auf das ist er recht stolz. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir das so machen. Und gleich soll nicht das sein, was uns Sicherheit gibt im Leben. Gleich soll nicht der Job, das Geld, die Familie das sein, was an erster Stelle steht. Und das, was uns Sicherheit gibt, soll nicht das sein. Sondern die Sicherheit soll allein Seile geben, soll allein Jesus geben, Gott. Er ist immer da. Und ich meine, gestern könnte es sein, dass wir den Knopf falsch gemacht haben. Dass wir den Knopf nicht genug fest zugezogen haben. Dass Simon mich nicht mega heben. Was auch immer. Bei Gott ist das garantiert nicht so. Er hebt euch garantiert ganz fest. Beim Kehlen nicht ab oder was auch immer. Er hebt euch, er gibt euch Halt. Zum Teil mehr, als ihr auf dem Turm oben gehabt habt. Doch wer nicht bereit ist, den Boden, den sicheren Boden unter sich aufzugeben, zum mal rauszugehen, der kann er nicht erleben, wie es draußen ist. Ich meine, der Petrus, der aus dem Boot rausgeklettert ist, zu Jesus hingelaufen ist, übers Wasser. Ich glaube, im Boot war es sicherer gewesen, wenn es gestürmt hat. Im Boot wäre es einfacher gewesen, zu bleiben. Dort war die Komfortzone in diesem Bereich. Auch wenn es ja, dort auf dem Meer raus, mit dem Wind und dem Sturm vielleicht nicht wirklich komfortabel war. Aber im Vergleich zum Meer raus war das Komfortzone gewesen. Jetzt stellt sich die Frage, sind wir bereit, in all diesen Bereichen rauszugehen, aus dem Boot rauszusteigen, uns über die Brüstung zu lernen, rauszugehen und uns einfach allein darauf zu verlassen, dass Jesus hebt, dass Jesus uns Halt gibt, dass Jesus uns führt, dass Jesus uns leitet. Wenn wir bereit sind, bei diesen Aber unsere Komfortzone zu verlassen, wenn wir dort Jesus Macht geben, Jesus Kraft geben, dass Jesus wirkt in diesen Aber, in diesen Sachen, die uns hindern, dann können wir es bewältigen, dann können wir es hinter uns lassen, dann können wir vorangehen. Wenn wir Jesus darum bitten, dass er uns Gaben zeigen soll, dass er uns Perspektiven geben soll in unserem Glaubensleben, dass er uns zeigen soll, wo unser Platz ist in der Gemeinde, dann wird er uns das geben, wenn wir bereit sind, unsere Komfortzone zu verlassen und nachher rein zu investieren. Es macht für Jesus keinen Sinn, wenn er uns sagt, schau, du bist jetzt der Evangelist. Und du sagst aber, ja schön, jetzt bin ich der Evangelist, aber ich habe keine Lust zum Evangelisieren. Das bringt nichts. Ihr müsst bereit sein, eure Komfortzone zu verlassen. Ihr müsst bereit sein, rauszugehen, einen Schritt zu machen. Eure Sicherheit aufzugeben, etwas zu riskieren. Ich weiss, es fällt nicht immer einfach, es ist sehr schwer. Ich kämpfe jeden Tag wieder aufs Neue damit. Doch jeder Tag, wo ihr den Kampf gewinnt, ist ein genialer Tag. Jeder Tag, wo ihr am Abend könnt sagen, hey, heute habe ich es geschafft, heute habe ich mich getraut, über das Geländer jetzt zu klettern. Heute habe ich es geschafft, heute habe ich mich getraut, aus dem Boot rauszusteigen. Ist ein genialer Tag, ich versichere es euch. Ich werde nicht untergehen, und auch wenn, werde ich untergehen. Der Petrus hat Jesus auch immer rausgezogen. Genauso wird er auch euch rausziehen. Seile wird heben, garantiert. Seile von Jesus reißt nie. Jesus hat das dickste und stabilste Seile und was er euch beim Sicheren loslässt, das glaube ich erst recht nicht. Nein, Jesus wird euch heben, Jesus wird euch Kraft geben. Und jetzt ist es wichtig, dass jeder Einzelne von euch weiß, wo er steht im Leben, was einen beschäftigt, was einem Schwierigkeiten macht, was einem Sorgen macht. Ob er jetzt bei einem Aber am Kämpfen ist, was auch immer das für ein Aber ist, oder ob er Mühe hat, rauszugehen aufs Feld und auszusehen. Jeder weiß, wo er im Moment steht im Glaubensleben, was einen beschäftigt, was einen Mühe macht. Und so möchte ich euch anlegen, wirklich gönnt ins Gebet mit Jesus, lest die Bibel, gönnt das mit Jesus besprechen und sagt Jesus, hey, ich will das Aber hinter mir lassen. Jesus, ich will bereit sein, auf das Feld rauszugehen. Hilf mir, gib mir Kraft, aufs Feld rauszugehen. Jesus, hilf mir dabei. Ich erlebe das gewaltig. Ich mache seit etwa 3-4 Monaten jeden Morgen stille Zeit wieder. Ich habe es geschafft, mich aufzuraffen. In der einen fällt es vielleicht immer noch schwer, die anderen lieben es. Aber ich merke jeden Tag neu, dass ich die Bibel immer mehr anfange zu lieben. Die Bibel ist so genial. Ich habe jetzt so den Plan von der FEG gelesen. Und ich habe gesagt, sobald ich fertig bin, ich will sofort wieder von vorne anfangen und nochmal durchgehen. Es macht so Spass, wenn ihr merken, was für Prophezeiungen dass Jesus über euer Leben hat, was für gewaltige Sachen ihr könnt anstellen in eurem Leben, was für gewaltige Sachen ihr mit Jesus zusammen könnt schaffen. Ihr könnt Berge versetzen,
Und das ist ein bisschen mehr als rausgehen und einem Ungläubigen von Jesus erzählen. Jesus sagt, die sind berufen dazu, Berge versetzen. Und wenn wir das schaffen, als ganze Gemeinde, als Einheit zu machen, dass wir rausgehen, dass wir zusammen stehen und zusammen vorwärts gehen, dass wir bereit sind, alle zusammen unsere Komfortzone zu verlassen, dann werden wir als Gemeinde automatisch zusammenwachsen und vorankommen. Dann wird unsere Gemeinde lebendig werden, dann werden wir etwas erleben, dann wird Jesus da hinkommen und zu jedem Einzelnen von uns reden. Dann haben wir einen Plan auf dieser Baustelle. Dann ist es nicht so, dass ein paar nebenan stehen und zuschauen und ein paar, ja, der Herbert ist vielleicht am Schaufeln und der Rest vom oberen Stab schaut zu. Sondern dann gehen wir alle zusammen. Dann gibt jeder seinen Teil dazu. Jeder macht das, was er am besten kann und was Jesus einem angelegt hat. Jeder geht vorwärts. Und dann können wir gewaltig erreichen als Gemeinde. Dann werden wir einen wunderbaren Ort schaffen.